Damen und Herren, nachdem Sie sich vom ersten Schrecken über unseren Anblick erholt haben, ist es an der Zeit, Sie auf das Empfindlichste zu begrüßen. Ja, ich habe begrüßen. Die Tante, ich habe Tante. Was ist denn? Hier, bleib sitzen. Wer immer unterdrückt, der lasst mich immer unterdrückt. Entschuldigen Sie dieses. Also, wo sind wir stehen geblieben? Begrüßen. Das hat man erledigt, ich weiß schon. Ja, es wird Sie vielleicht interessieren, meine Damen und Herren, dass wir aus einem sehr fernen Land viele, viele Kilometer weit zu Ihnen gekommen sind, nämlich aus Österreich. Erinnert sich vielleicht noch der eine oder der andere, vielleicht sogar beide, an Österreich? Ja? Also bitte, Österreich findet in Wien statt, wenn überhaupt. Und so hat der Bronner 54 Mal unsere Vorstellung begonnen. 54 Mal habe ich mir den Blödsinn anhören müssen. Sie können sich vorstellen, wie strapaziös die Reise für mich war. Nicht im Anfang. Am Anfang hat es ja noch Spaß gemacht. Oh, wenn ich daran denke, an das Hotel Panorama in Haifa oder an den Ballsaal des Hotel Sheratons in Tel Aviv, wo wir aufgetreten sind. Überhaupt, apropos, in Israel hat sehr vieles Spaß gemacht. Wir haben nämlich in Israel einige Auftritte gehabt auf der Bühne. Und im Anschluss daran haben wir das Land besichtigt. Das geht dort sehr schnell, weil ganz Israel ist ungefähr so groß wie Niederösterreich. Aber trotzdem, die Israelis lieben ihr Land, genauso wie die Kanadier Kanada lieben, wie die Tiroler Südtirol lieben und wie die Amerikaner Paris lieben. Israel ist das einzige Land der Welt, in dem der Antisemitismus eine rein innerjüdische Angelegenheit ist. Es ist mit anderen Worten ein Land wie jedes andere, nur ganz anders. Das merkt man schon, wenn sich dort zwei junge Bürger auf der Straße begegnen. Grüß dich! Ja, wie geht's dir? Man lebt. Das geht auch vorüber. Oder es treffen sich zwei andere Bürger auf der Straße. Grüß dich! Ja, was heiß ist, furchtbar heiß. Na, heiß ist es doch immer bei uns. Warum fragst du mich nicht, wie mir es geht? Ich bin nicht neugierig. Nur geh, wenn sich zwei alte Freien treffen, die sich schon lange nicht gesehen haben, dann fragt der eine den anderen, wie es geht. Das gehört sich. Ich werde mich hüten. Du bist im Stand und erzählst mir, wie komme ich dazu? Nun geh schon, nimm doch Anteil, frag mich. Also Jonas Ruiz, wie geht's dir? Frag nicht. Wir haben aber doch gefragt und festgestellt, es leben in Israel 2,2 Millionen Menschen und es gibt in diesem Land die Kleinigkeit von 23 verschiedenen politischen Parteien. Es kommt also auf knapp 100.000 Einwohner eine politische Partei. Wenn Ihnen aber das als Beweis für eine absolute Demokratie noch nicht genügen sollte... Der Bruder des israelischen Ministerpräsidenten Ben-Gurion hat einen Zeitungsstand in Tel Aviv und lebt davon, dass er Zeitungen verkauft. Das heißt, er lehnt es ab, sich von seinem berühmten Bruder helfen zu lassen, weil er hat ihn schon von Kindheit an nicht leiden können. Na, jetzt stellen Sie sich vor, unser Kanzler Gorbach hätte einen Bruder. Dieser Bruder hätte eine Trafik in der Panikel gelassen und täte den ganzen Tag auf die Regierung schimpfen. Hammer's. Wir haben weitergefragt und festgestellt, dass in Israel unheimlich viel gebaut wird. Baufachleute werden in die ganze Welt geschickt. Einer davon kam sogar zum Durchstich des Mont Blanc-Tunnels zurecht. Ah, mon cher collègue, vous êtes de Israël? Vous parlez mieux l'allemand. Deutsch vielleicht besser? Ja. Ich werde Deutsch erklären. Écoutez, hier unter dem Gipfel des Mont Blanc, es werden sich treffen samedi prochain, nächsten Samstag um 3.45 Uhr, es werden sich treffen die Equipe von Frankreich und die Equipe von Italien. Und hier, es wird sein der Durchstich vollendet und der Tunnel wird sein fertig. Vous comprenez? Ich verstehe nicht. Qua? Wenn man bohrt von Italien und von Frankreich, wieso weiß man, was auch treffen am Schabes, am Samstag um 3:15 Uhr, jetzt weiß man schon. Mon Dieu, das ist doch ganz genau berechnet, exactement. Ah, Sie berechnen das? Mais naturellement. Ja, wie bauen Sie denn in Israel ein Tunnel? Ich weiß, man bohrt von der Seite und von jener Seite, damit man trifft sich. Ja, aber wenn man sich nicht trifft... Und das, meine Damen und Herren, scheint uns die Erklärung dafür zu sein, dass in Israel so unheimlich viel gebaut wird. Wenn man die Absicht hat, sich Israel gut anzusehen und mit der Bibel statt dem Baedeker ein Land zu sehen, ist einem ziemlich sicher vieles vorgeschwebt, aber nicht das, was man wirklich erlebt. Denn eines Tages kommt man wirklich dort in Haifa an, schaut sich die Gegend voller Neugier und voll Eifer an. Und schon am ersten Abend denkt sich dort der Gast: Nein, das Land ist nicht komisch. Es ist auch nicht tragisch. Es ist ein ganz normales Land. Aber nur fast. Wenn man die Firmennamen liest, fängt man zu schmunzeln an. Die heißen wirklich Pollack, Rosenzweig und Eisenspan. Es glaubt der Besucher, wenn ich im Kaffeehaus sitz, na dann erlebe ich hier nix als wie jiddische Witz. Aber dann trifft in dem Kaffeehaus wirklich der Blau den Grün.
Es schaut vom Weiten ganz genauso aus wie einst in Wien. Nur was der Blau dem Grün erzählt bei dieser Rast. Du, das ist gar nicht so komisch. Es ist auch nicht tragisch. Es ist ein ganz normales Gespräch. Aber nur fast. Jeder baut was, auch wenn's noch so staubt, auch wenn ringsum lauter Wüste ist. Wer in dem Land nicht an Wunder glaubt, gilt dort nicht als Realist. Einst haben sie gehandelt, früh und spät, von Haus zu Haus. Doch wenn sie heute handeln, artet es in Arbeit aus. Und die zwei Hände, mit denen er früher hat gerät, die heben einen Stein. Und oh Wunder, es geht. Es gibt viel Soldaten, denn man braucht dort eine Heeresmacht. Die haben den großen Arier-Nachweis sicher nie erbracht. Es gibt auch manchen Witz, von dem man glaubt, dass er dort passt. Doch das Heer ist nicht komisch. Es ist auch nicht tragisch. Es ist ein ganz normales Heer. Aber nur fast. Alle Bürger wissen besser, wie sie das Land regieren können. Das hat sich nicht geändert. Und wer dort heute Präsident ist, herrscht über lauter Präsidenten. Wandern in das Land man ein, muss man leicht beschuldigt sein. Oder man muss an Wunder glauben. Und auf einmal kann man sehen, wie Wunder in Erfüllung gehen. Fast werden süß die sauren Trauben. Wer mit der Arbeit fertig ist, kommt trotzdem nicht zum Ruhen. Weil er nur beinahe fertig ist, er muss was Neues tun. Aber kein Mensch verliert deswegen den Humor. Wichtig ist eins. Wichtig ist was? Er hat was vor. Keiner weiß, was er dort noch alles bauen und pflanzen wird. Aber er weiß, dass so der Weg vom Fast zum Ganzen führt. Drum sind die Zores in dem Land doch keine Last. Nein, das Land ist nicht komisch. Es ist auch nicht tragisch. Bitte, es ist keine Ziehe. Es ist auch keine Pleite. Es ist ein ganz normales Wunder. Doch nur fast. Verehrtes Publikum, nachdem du unser Lied vernommen hast und das Land dann besichtigst, des Breiten und Langen. Und alles beherzigst, was wir eben sangen. Ja, dann verstehst du dieses Land. Aber nur fast.